Wir werden jetzt 8 Minuten und 46 Sekunden mit einem Schweigemoment im Gedenken von George Floyd und allen Opfern, die Rassismus erdrückte, erstickte und erschoss, gedenken. 8 Minuten und 46 Sekunden Stille. Denn so lang kniete am 25. Mai ein Polizist auf Nacken und Hals von George Floyd, was zu dessen Tod führte und damit US-weite und später weltweite Proteste für Black Lives Matter auslöste. Am Samstag gab es auch in Fulda diesen Silent Protest, beginnend auf dem Uniplatz. Die Polizei meldete beeindruckende 2000 Teilnehmer, die dann durch Fuldas Innenstadt zogen. Beim Zug durch die Stadt wurde auch immer wieder auf die Abstandsregeln hingewiesen. Stopp den Rassismus! An der Stadtpfarrkirche sowie auf dem Bahnhofsvorplatz war deren Einhaltung allerdings kaum möglich. Jedoch trug beinahe jeder Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz. Von den gewalttätigen Ausschreitungen in den USA oder den Plünderungen distanzierte man sich deutlich. Wir wollen Solidarität mit den Menschen in den USA sowie allen Opfern des Rassismus auf der ganzen Welt zeigen, hieß es von Organisatorin Saba Hussein. Und auch als am Bahnhofsvorplatz starker Regen einsetzte, ließ sich davon kein Teilnehmer stören.